Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ja, ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr einschaltet hier zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind auf der Karte Diorama. Ihr seht, es ist halb sieben, kurz vor halb sieben hier abends auf der Karte Diorama auf dem Betriebshof. Und hier vor uns steht ein Koloss. Hier steht der T4D. Der aktuell noch in Work in Progress ist, ja, der irgendwann denn im Steam Workshop dann erscheint, sobald es natürlich fertig ist. Und wir wollen uns das Ganze heute in VR natürlich hier anschauen. Wir haben uns den ja wahrscheinlich schon mal in VR angeschaut. Ich glaube, ich erinnere mich daran, dass wir das getan haben. Aber dadurch, dass ich jetzt die Folgen hier mal so gebündelt mal alle zusammen haben möchte und die Straßenbahn natürlich in VR alle nochmal testen möchte, dachte ich mir so, ist es jetzt die Zeit, wir nehmen heute den T4D. Hier allerdings sei ein kleiner Vermerk nochmal. Es gibt wohl in dieser Folge heute, außer mein Gequatsche, keinen weiteren Ton, da es hier scheinbar ein Update-Fehler gibt. Und zwar die Töne vom T4D, die klingen absolut furchtbar. Das ist ich kann es nicht beschreiben, das klingt nicht nett. Auf jeden Fall musste ich den Ton wegschalten. Sonst könnte ich das Ganze jetzt hier gar nicht aufnehmen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das muss irgendwie durch die neuen Updates von Nodus irgendwie, muss sich da was verändert haben in der Struktur oder sowas, dass das Ganze jetzt sich ganz, ganz schlimm anhört. Das ist wirklich ganz schlimm. Also ich möchte, wie gesagt, euch das auch gar nicht groß zeigen oder sowas. Also das ist, ich habe schon von 2 Minuten schon Blut aus den Ohren bekommen. So in etwa fühlt sich das Ganze so dementsprechend an. Deswegen entschuldige ich das Ganze, denn dass wir heute halt außer meinem Quatsche nicht wirklich mehr Ton haben. Und ja, damit würde ich sagen, springen wir mal ganz kurz einfach mal hier in den Fahrgastraum und begutachten das Ganze mal. Und hier muss ich natürlich sagen, das sieht echt hübsch aus. Ja, das ist halt wie würde man sagen, nicht mehr zeitgemäß, ja. Aber es hat schon so sein Feeling hier, das hatte ich ja schon mehrmals immer so angesprochen, dass dieses Ganze, ich mag so diese ganzen älteren Modelle. Ich bin nicht so ein Fan von hier diese neuen hier Teile hier von dem Flex City und alles sowas. Bin ich kein Fan von, ne? Ich mag so eher so diese älteren Straßenbahnen und das ist hier natürlich schon so ein Urgestein hier, ne? Ist wundervoll, das Ganze halt in Lotus zu sehen. Und na, auf jeden Fall sieht das Ganze doch echt putzig aus. Ich würde, also was mich wirklich mal brennend interessieren würde, wenn ihr natürlich diese ganzen Straßenbahnen natürlich bastelt und baut und macht und tut, wie muss sich das für euch anfühlen, wenn ihr auf einmal die VR-Brille aufsetzt und hier drin sitzt? Das muss doch ein großartiges Gefühl sein. Fühlt sich das, sieht, ist das genau so, wie ihr die Straßenbahn zum Beispiel jetzt kennt? Oder wird man da wird das alles anders denn so? Ich weiß es nicht. Also wenn ich jetzt nämlich in den GT6N reinsetze, ich habe sie zwar nicht gebaut, aber das fühlt sich schon sehr realistisch an. Genauso wie bei dem KT4D, ja, mit dem wir hier früher sehr, sehr oft mitgefahren. Da fühlt sich das halt schon alles sehr, sehr richtig an. Also wenn du da halt mit der VR-Brille, also das ist großartig. Deswegen, also ich, VR-Fan, auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mal ganz kurz mal hier mal ranrutschen so ein bisschen, weil ich merke gerade, dass ich hier wegrutsche aus irgendeinem Grund. So, werden das Ganze mal hier neu justieren. Und ja, das ist natürlich hier wieder alles sehr schön aufgeräumt hier. Ich finde das ja sehr schade. Ich würde euch natürlich den Ton zeigen. Allerdings ist es natürlich auch nur der Standard GT6N-Ton, ja, der jetzt natürlich hier drin steckt. Und also ist jetzt natürlich nichts Atemberaubendes, okay? Wir haben auch keine Fist, ja, dass wir hier irgendwas einstellen können oder sowas. Von daher werden wir heute eine kleine Runde drehen hier um die Karte Diorama. Heute allerdings mal in die andere Richtung. Und ja, damit würde ich sagen, können wir loslegen. Also. So, wenn wir das Ganze mal machen. Ich guck mal ganz kurz. Ja, der Ton ist wirklich noch da. Ich weiß nicht. Könnt ihr das hören? Hört es nochmal näher ran ans Mikro? Das ist als aus meinem Kopfhörer, okay? So hört sich das an. Das die ganze Zeit auf dem Ohr. Das ab und zu dann immer noch irgendwelche andere Töne, ja, die ich jetzt hier nicht, wo ich nicht näher drauf eingehen will. Das ist ganz furchtbar. Weiß ich nicht.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch schon länger kein Update mehr bekommen habe. Ich weiß auch gar nicht, ob da jetzt irgendwie noch dran gebastelt wird oder ob das gerade pausiert ist, das Projekt. Naja. So, allerdings sind wir jetzt soweit startklar. Wir können jetzt hier nochmal gucken. Ich habe das hier irgendwie alles besser gesehen gehabt vorhin. Gefühlt. Oh Gott. Jetzt hat er mich ja komplett hier. Ich muss gerade zum Monitor gucken. So, jetzt klappt das. So, wir haben hier natürlich hier unsere Blinker hier, natürlich, ne? Das funktioniert hier dementsprechend. Scheinwerfer hier. Ne, auch das funktioniert. Also Türen geöffnet, geschlossen. Und naja, wir werden einfach mal jetzt ein bisschen losfahren hier und werden mal eine kleine Fahrt genießen. Ja, also jetzt habt ihr zumindest mal den Ton mal leise gehört. Ich hoffe, man konnte ihn hören, den Ton. Aber das wäre zu hart gewesen. So, G. Oh Gott, G. Danke. So, und rausfahren bitte. Das ist jetzt zum Beispiel cool, ne? Ich konnte jetzt so praktisch ein bisschen rüberlinsen, ja, um zu gucken, ob die Weiche jetzt richtig liegt. Fahren wir jetzt einfach mal in die andere Richtung. Ich kann ja die Töne nachmachen, wenn ihr das möchtet. So. Also wenn sie so eine Straßenbahn anhört, dann eine gute Nacht. Ich sitze schon wieder nicht gerade vorm Monitor. Also es ist so ein bisschen crazy hier. So, und hier halten wir an. Und öffnen die Türen. Zip. Alles einsteigen. Kommen Sie rein, kommen. Oh. Kommen Sie rein, kommen Sie rein. Ja, also die Töne, ich höre sie, ich musste den Ton wirklich, wirklich jetzt sehr, sehr leise stellen. Ich höre sie immer noch. Also so tat das schon weh, ja. Also, weiß nicht, vielleicht kann sich ja der Modder ja mal bei mir melden. Ja. Ich habe sowieso aktuell gerade ein Problem. Ich wollte die OZMT noch zeigen. Ich hoffe, vielleicht habe ich es ja bis jetzt noch hinbekommen. Tja. Der Lotus lädt überhaupt nicht. Also es ist gerade, ja, wahrscheinlich durch die neuen Updates gab es da irgendwie so kleinere Veränderungen mit den Straßenbahnen oder sowas. Ich bin mal gespannt, ob ich da noch irgendwie was zum Laufen bekomme. Aber wobei ich ja sagen muss, ne, der KT hat ja auch funktioniert. Also warum sollte das jetzt dementsprechend nicht funktionieren? Ich meine, hier, das funktioniert ja auch, ja. Bloß, dass der Ton hier halt noch nicht hinhaut. Aber sonst ist ja alles gut hier. Ne? So. Kirschbaumallee ist das hier, ne? Und die Türen auf. Zip. Ja. Das ist es. Es ist so surreal, so wirklich, ja, dass du hier so gefühlt hier in der Straßenbahn drin sitzt, ja, dann so hier mit der VR-Brille hier einfach lang hältst. Das finde ich ziemlich nice. Ich musste das einfach nochmal machen, weil ich fand das so schade. Die letzten VR-Folgen sind halt einfach wirklich schon mega, mega lang her. Und jetzt das letzte Mal wieder auf Microraser TV gewesen und da gesehen, dass ich da deutlich mehr VR-Videos gemacht habe für den Lotus-Simulator. Und jetzt mittlerweile, das halt wirklich einfach nur einschläft, so mit den VR-Videos. Liegt aber auch so ein bisschen an der Performance, weil ich will natürlich ja das auch in schön spielen natürlich, ne? Und da wäre es natürlich schon schön, wenn da halt so gut wie keine Ruckler drin sind. Ist natürlich nicht, kann man nicht vermeiden, ne? Aber ja, es wär schon schön, ne? Man darf ja noch träumen. Jetzt müssen wir aufpassen. Ah ne, hier geht es ja eh nicht rein. Das ist ja richtig. Da-dam-da-dam-dam. Da-da-da-da-dam-dam. Ach toll. Achso, hier ist natürlich die nächste Haltestelle. Stimmt, hier ist ein Bobser. Der Bobser. Und Türen auf. Alles einsteigen. Ja. Alles einsteigen. Also es ist schon schön. Schon schön. Ja. Ich finde auch einfach nur, weißt du, das müsste jetzt normale Höhe sein hier vom Menschen, oder? So hoch, so normaler Mensch. Müsste das hinpassen? Weiß das gar nicht. Also das hat schon echt ein Feeling, ja. Wenn du da also wirklich mega nah dran bist, ja. Ach, da oben die Lampe habe ich gar nicht gesehen, wa?
Die Lampe habe ich gar nicht gesehen, ne? Ach, toll. Toll, toll, toll. Ach so, siehst du, das wollte ich auch mal testen. Das ist mir nämlich bei dem KT aufgefallen, nämlich. Nee, hier ist es nicht. Interessant. Das muss ich ja nochmal wohl extra zeigen. Das ist auch so eine relativ geile Ansicht hier, so mit der Brille, wenn du so über den Boden hier rüber schwebst hier. Oh, da wird man mal schwindelig von. Heieiei. So, dann machen wir mal gucken, ob ich jetzt mich hier gleich übergebe, wenn wir mal jetzt um die Kurve fahren. Na, schauen wir mal. So, nächste Haltestelle, Kurve. Zip. Alter, das ist schon absolut nice, ja. Als ob ich jetzt direkt auf dem Bordstein zu fliege. Yeah, ich könnte ihn anfassen jetzt. Naja. Toll, toll. Toll, toll. Naja. So, schnell hier rüber noch. Kriegen wir sie noch? Ich bin immer noch dafür, dass sie hier mal so ein Update rausbringen können mit Signalen, Straßenbahnsignalen. Hui. So, Haltestelle, Kurve. Und stopp. Türen öffnen. Zip. Ja, die VR-Videos sind auch nicht ganz so lang, ne? Mir geht es halt wirklich nur darum, das Ganze nochmal so halt festzuhalten in VR, ne? Damit man halt immer so ein Früher-Nachher-Video zum Beispiel mal machen kann oder sowas, ne? Von daher war mir das heute ziemlich wichtig, dass wir das Ganze in VR jetzt hier uns auch mal anschauen. Ne, also ich kann hier wirklich nah rangehen, wenn jetzt nicht mein Mikrofon jetzt da und mein Lenkrad jetzt davor sind, dann kannst du halt wirklich alles lesen, ne? Türen, Fernlicht, Bremse. Aber du musst dich halt wirklich nach vorne bewegen. Und weiter im Text. So, jetzt mal wieder aufpassen, nicht, dass wir jetzt hier wieder nach rechts abbiegen. Ja, genau. So, das wollen wir nämlich nicht. Was ist denn jetzt los? Also, haben wir aber nicht gewettet, Freund. War das nicht der Richtungswender? Oh, was ist denn jetzt los? Ach so, wir haben den Stromabnehmer verloren. Das macht natürlich Sinn. Oh, genau. Weil hier keine. Und wir spielen auf Realismus. Sobald keine Oberleitung mehr hier vorhanden ist, fährt der natürlich nicht aus. Ja, das ist ja jetzt ein Bockmist. Wirklich? Ach, come on! Sag mal, ich hab doch die Weiche, aber gedreht doch. Nee. So liegt's richtig, leider. Aber ich kann ja nicht mehr die Weiche stellen. Nicht mal rückwärts die Weiche stellen geht. Ja, eigentlich wollte ich jetzt hier hinten in die Wendeschleife reinfahren. Hat super funktioniert, würde ich sagen. Und dadurch, dass ich jetzt gerade aktuell gar nichts mehr machen kann, weil ihr seht, ne, ohne Oberleitung ist ein bisschen schlecht. Ja. Wundert mich eigentlich. Wie. Das ist doch. Naja. Das wundert mich jetzt wirklich. Das ist jetzt ein bisschen schade. Geschlossen. Ich kann auch nichts mehr machen. Oh, jetzt ist meine Maus wieder weg. Ah, das ist auch noch sowas, was. Nee. Ich kann nichts machen. Ihr seht, ne, wir drücken aufs Gaspedal. Aber es passiert nichts. Macht Sinn halt, ohne Oberleitungsstrom. Ja, das ist dann halt wieder so ein Nachteil, wenn man mit Realismus spielt.
Also zu viel Realismus sollte man hier noch wohl noch nicht aktivieren. Tja, somit stehen wir jetzt hier mittendrin. Jetzt müssen wir einen Abschleppdienst rufen. Das ganze Ding muss jetzt abgeschleppt werden, kann man nicht ändern. Naja, auf jeden Fall wollen das Video gar nicht allzu in die Länge ziehen. Also habt ihr gesehen, ne? Also es funktioniert, also es sieht auch echt hübsch aus, ne? Also finde ich persönlich, das ist schon, ich wie gesagt, großer Fan hier. Das schaut so nice aus in VR. Oh, wundervoll. Absolut wundervoll. Ja, ich würde mal interessieren, ob es da jetzt wirklich mal jetzt ein neues Update gab, so zwecks diesen Tons. Ja, also das ist halt wirklich sehr, sehr anstrengend. Also so kannst du halt keine Folgen mehr aufnehmen. Damit so kann ich euch da halt nichts mehr zeigen, großartig. Aber mir war halt wichtig, dass wir das heute hier nochmal in VR verpacken, hier das Ganze. Natürlich ein bisschen blöd, dass das jetzt dementsprechend so rapide jetzt geändert hat und ich kann nichts machen. Wenn ich jetzt nämlich wieder in den Optionen gehe, stützt Pilotus wieder ab. Und naja, darauf habe ich jetzt wenig Bock, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, Early Access, Leute. Early Access, sowas ist absolut normal. Ja, und ich würde einfach sagen, wir beenden das Video hier heute. Ich hoffe, das Video hat euch denn dennoch gefallen, auch wenn es relativ kurz war. Jo, schreibt in die Kommentare, VR, ja, nein, doch und will haben und was weiß ich. Schreibt es einfach in die Kommentare. Ich freue mich immer, wenn ich immer ein bisschen lesen darf. Und ja, jetzt kommt der nächste Brocken. Mal schauen, ob jetzt die OZMT noch funktioniert. Und dann hatten wir ja eigentlich alle. Ich glaube, die BKVT funktioniert ja mit den neuesten Lotus-Updates ja wohl auch nicht mehr so richtig. Man sollte nur aufgerüstet fahren können. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Gut, ihr Lieben. Damit würde ich sagen, verabschiede ich mich hier wieder mal von einem weiteren Lotus-Video hier auf diesem Kanal. Und wir sehen uns zum nächsten VR-Video hier mit dem Lotus-Simulator hoffentlich wieder, wenn ihr Bock habt. Wenn ja, schaltet wieder ein, lasst mir ein Like da und sonst, ja, danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.